So, aus irgendeinem Grund hat es die letzten paar Minuten jetzt gerade nicht aufgenommen. Keine Ahnung warum. Ja, was ich festgestellt habe. Wir brauchen zum Laden. Entsprechend. Die Box oben drauf. Die muss ich jetzt gleich, aber ich habe jetzt noch was anderes gemacht. Das sehen wir gleich. So. Ich weiß nicht, warum es die letzten paar 4 Minuten nicht aufgenommen hat. Und ich weiß nicht, warum ich hier rumfahre. Hier bin ich völlig verkehrt. Hier gibt es keinen Ausgang. So. Ich hätte einfach den hier nehmen können. Ich muss jetzt nur gerade mal gucken, wo ich hinfahren muss. Und zwar hier müssen wir hin. So. Zeit Da zu habe ich gehen. nämlich gerade noch was geholt. Biege nach links ab. Und Biege nach rechts ab. den holen wir jetzt erst. Den passenden Anhänger. Oder einen passenden Anhänger. Achtung, Aber achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. tatsächlich kein Tandemachser, weil ich wollte das jetzt erstmal langsam angehen. Ich muss mich jetzt erstmal reinfinden in das Thema Wechselbrücke hier. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, mache ich Helga. Immer geradeaus. Weil das ist jetzt gerade ganz neu für mich hier. Auch wie das mit der Ladung und so funktioniert. Aber wenn ich Achtung, es achten richtig Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. gesehen habe, brauchen wir die Container und können Immer dann geradeaus. quasi entsprechend Aufträge annehmen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt einfach Wechselbrücke als Auftrag irgendwo stehen habe und dann drunter fahre und die mitnehmen, wenn ich das richtig sehe, sondern ich habe sie halt montiert und kann dann quasi wie mit eigenem Anhänger dann, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Muss ich jetzt aber wie gesagt auch noch Bitte rechts ausprobieren. halten. Deswegen hole ich jetzt mal den passenden Anhänger. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja. Ich wurde dran erinnert. Ich wurde Bitte rechts dran halten. erinnert. Ja, machen wir. Ich darf nur 50 fahren. Bitte rechts halten. Ja. So, machen wir mal Licht an, das sieht schicker aus. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Machen wir auch. So, und da vorne sind wir dann gleich am Ziel. Links halten und dann links abbiegen. Und da müsste etwas auf mich warten. Biege nach links ab. Ups. Hier endet es. Ja. So. Muss ich nur mal gucken, wo das wartet.
nirgends. Hä? Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich habe den doch geholt. Der steht in Hannover. Ich will den jetzt nutzen, ja. Ach so, der wurde jetzt einfach angekuppelt. Hä? Okay. Warum habe ich den nicht gesehen? Hätte ich den auf privat stellen müssen, dass ich den sehe? Okay, wir haben uns einen Tandem-Achser geholt. Gerade mit dem Zurücksetzen und so dachte ich mir, wäre das jetzt die einfachere Variante. Den kann ich auch noch ein bisschen schick machen. Fahren wir jetzt mal zum Händler und machen den noch schick. Und holen uns vor allen Dingen die Auflieger dafür, die Boxen dafür. So, wir müssen wieder... Upsa. So wollte ich das nicht. Da müssen wir wieder hin. Los. So, und dann gucken wir mal. Ne? Und dann irgendwann wechsle ich dann auch mal, wenn ich damit ein bisschen sicherer geworden bin, wechsle ich dann auch mal auf den Zweiachser. Den gibt's hier beim Aufliegerhändler. Krone gibt's hier auch den Zweiachser. Aber wie gesagt, das muss ich jetzt erstmal gucken. Wir fahren jetzt erstmal... zur Werkstatt. Mal gucken, wie das Ganze hier jetzt einlenkt. Weil das ist ja schon... Biege nach links ab. Nochmal anders... als das, was man kennt. Ja, wir sind unterwegs in der 1.45 Beta. So. Wird spannend. Nach Graz müssen wir übrigens auch nochmal, habe ich festgestellt. Und Achtung, weil da gibt es tatsächlich eine versteckte Straße, wie ich mitgekriegt habe. Sollen wir uns mal unbedingt angucken, werden wir dann auch nochmal irgendwann tun. So, jetzt fahren wir aber erstmal zur Werkstatt und gucken, dass wir hier die Brücken auch kriegen. Und Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeit. Ich sag dann jetzt auch vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Euro Truck Simulator 2. Die Geschwindigkeitsbegrenzung. Wenn ihr in den Spiegel guckt, seht ihr irgendwas ist anders. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Was gleich ist, dass wir mal wieder zu schnell unterwegs sind. Genau, wir sind nämlich mit einem Wechselbrückengespann unterwegs. Tandemachser. Plus Zugmaschine. Ja, Tandemachse habe ich jetzt mit angefangen, weil ich dachte mir, da kann ich das Ganze jetzt erstmal ein bisschen mit üben, wie das Ganze so funktioniert, wie die Fahrzeuge sich verhalten, wie sie fahren. Und wenn wir da einigermaßen safe sind, dann werden wir wechseln auf Zweiachsanhänger. Weil da bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Verhält sich nochmal anders, vor allen Dingen halt beim Rückwärtsfahren. Das wird dann nochmal sehr spannend. Aber wie gesagt, ich will jetzt erstmal mit dem hier üben. Tandemachser verhält sich zumindest Achtung, vom Lenkverhalten her
wie die bisherigen Sattelzüge. Und das will ich jetzt erstmal zum Üben nutzen. Weil ein bisschen anders ist es halt doch, weil die Zugmaschine länger ist. Oh, ist man auch zu weit gefahren. Und entsprechend ist das Lenkverhalten gerade beim Rückwärtsfahren dann nochmal ein bisschen anders. Aber das kriegen wir alles raus. Demnächst links abbiegen. Machen wir. Ja, dann sind wir wieder beim Händler, da wo wir eben schon waren. Biege nach links ab. Aber es ist vorbei. Ich muss hier zur Werkstatt, dass wir unsere Brücken hier dann, denke ich, kriegen. Hoffentlich. So die Überlegung. So, Aufliegerkonfigurator. Hier müsste ich jetzt ohne Box. Was ist da der Unterschied? Die brauchen wir auf jeden Fall. Ich sehe sie zwar nicht, aber ja, da gibt es keinen Unterschied. Machen wir auch in Schwarz, dann passt er nämlich besser zu unserem Dings, dann kriegt er hier noch schicke Räder. Was haben wir denn? Kategorie A. Machen wir auch die Michel. Lassen wir die Räder. Machen wir aber noch schickere Felgen drauf. Endurance Chrome. Da natürlich auch Chrome. Pazifik. Was haben wir hier? Nehmen wir mal die Ranger. So, auch hier. Hä? Standard. Den da, genau. Chrome. Ranger. Und auch hier die Pacific. So. Das würde ich auch in lackiert nehmen. Räder haben wir schon. Hier hinten könnten wir noch ein Ersatzrad hinmachen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Dann nehmen wir das. Das sieht schick aus. Was haben wir für da drunter noch? Ja. Und hier machen wir noch einen Staukasten hin. So, und ich musste husten. Oh, die können wir auch. Ich dachte, der macht das immer gleichzeitig. Macht er aber nicht. So, dann haben wir den auch schon mal in schick. So, ja, würde ich sagen, bestellen wir so. LKW. Da muss ich jetzt nur gerade mal gucken, wie kriege ich denn da die Box drauf? Wo finde ich denn die? Wechselbrückenträger haben wir. Das ist der Motor, den haben wir auch. Getriebe haben wir auch. Das haben wir. Das ist die Farbe. Das ist der Reflektor, das ist das.
Wo kann ich denn hier die Wechselbrücke auswählen? Ah. Ist auch ein Reflektor. Ach, das ist der da, okay. Da haben wir die Kunststoffabdeckung. Das ist das. Das ist die Abdeckung. Fehlt mir da noch irgendwas in den Mods oder? Stellen wir so. So. Jetzt bin ich gerade überfragt. Nee, schnelle Aufträge brauchen wir nicht. Frachtmarkt. Jetzt ist der Frachtmarkt aktiv. Aufträge sind ja weiterhin nur die hier, ne? Das ist ja nichts, mit dem ich was anfangen könnte. Weil da brauchte ich die Sattelzugmaschine. Also brauchen wir Frachtmarkt. Hannover, Osnabrück. Fangen wir mal damit an. So, und dann gucken wir mal. Fertig zum Losfahren. Oh, es fällt mir gerade noch was ein. Ich muss ja die Lichter noch einstellen. So. So. Feststellbremse. Jetzt muss ich mal gucken, was passiert. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Biege nach rechts ab. Wie das mit der Ladung funktioniert. Vielleicht fehlt mir da noch ein Mod. Das weiß ich jetzt nicht. Das sehen wir dann gleich. Demnächst links. Oder ich brauche tatsächlich immer den Anhänger zwingend, dass ich laden kann. Biege nach links ab. Wäre auch eine Möglichkeit. Sehen wir jetzt aber, wie gesagt, gleich. Ich habe extra eine Kurzstrecke gewählt. Auch, dass wenn ich den Auftrag abbreche, muss ich da nicht so Unmengen Konventionalstrafe zahlen. Das ist ja auch nicht unwichtig, ne? Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, machen wir. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, Hannover ist übrigens neu gestaltet in der 1.45 Beta. Biege nach rechts ab. Entschuldigung fürs Vordrängeln. Links halten und dann links abbiegen. Von dem her, ja, Fahrmodus neu gestaltete Hannover. Geht ein bisschen weit nach vorne, ne? Ich glaube, das ist noch ein Bug. Das soll so nicht. Das gehört wohl so nicht. Tippe ich jetzt einfach mal. Ja, und ich bin jetzt wirklich mal sehr, sehr gespannt auf die Ladung. Wie weit sind die weg? 13 Minuten noch. Bin ich echt mal sehr gespannt drauf. Demnächst rechts abbiegen. A, wie wir das laden. Und B, ob das tatsächlich nur für den Anhänger jetzt ist. Oder auch mal für beide.
sowohl Anhänger als auch Zugmaschine. Wenn nur der Anhänger, dann wäre natürlich die Frage, wie kriege ich die Ladung auf die Zugmaschine? Ist halt die Frage, muss man immer mit Anhänger fahren oder könnte ich auch nur mit Zugmaschine fahren? Man stört mich jetzt nicht, dass ich mit Anhänger fahre. Biege nach links ab. Das wäre nur mal interessant zu wissen. Ich will ja gerne mit Anhänger fahren. Ist ja Sinn der Sache. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Rechts halten und dann rechts abbiegen, das machen wir. Biege nach rechts ab. Ja. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Oh, hier auch nochmal. Biege nach rechts ab. Jetzt bin ich mega gespannt, was uns erwartet. Kompletter Wechselbrücke, zwei Wechselbrücken oder nur eine? Demnächst rechts abbiegen. Sowas von gespannt drauf. Biege nach rechts ab. Das wäre halt mega, wenn das mal richtig ins Spiel käme. Also nicht als Mod, sondern wirklich Standard. Würde mich sehr, sehr drüber freuen. Links abbiegen. So, ich muss hier was abholen. Biege nach links ab. Ich muss hier was abholen. Wir sind heile angekommen. Nee, da waren wir falsch. Frachtmarkt sind wir richtig. Genau, die hatten wir. Da irgendwo. Also da stand gerade schon mal eine Wechselbrücke, das ist aber nicht unsere gewesen. Da muss ich hin. Also ich setze da nicht drunter. Sondern ich park einfach und die laden die dann auf, oder was? Muss ich aber gerade erstmal gucken, Entschuldigung. Ich überlege gerade, ob ich drehe, weil das ist dann geschickter. Ich glaube, das machen wir auch. Wir drehen und fahren von der anderen Seite herein.
Zum einen sehe ich es dann besser im Spiegel. Und zum anderen steht da der große Anhänger nicht im Weg. Oder davor. Ist halt doch nochmal was anderes mit dem Reinrangieren, weil der Anhänger ist A weiter weg. Ja, wir müssen ein bisschen weiter. Muss ich mich jetzt auch erstmal dran gewöhnen. Deswegen habe ich erstmal den Tandem-Achser hier genommen. Weil das zumindest vom Lenkverhalten her so, wie ich es kenne. Zumindest das ist gleich. Und selbst das klappt nicht richtig. Ja, wie das jetzt ungefähr mit zwei Achser funktionieren würde, könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen. Nämlich gar nicht richtig. Muss erstmal hier ein bisschen sicherer werden und dann kriegen wir das auch in den Griff. Ups, 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 ups. So, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Ja, kann man so akzeptieren. So, Auflieger beladen. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie das danach ausschaut. Okay.